Hallo Leute, ich bin's wieder, eure Lana. Und heute habe ich für euch den wohl gesündesten Salat, den es überhaupt gibt. Ja Leute, was ist der gesündeste Salat und was sind die Bestandteile? Die Bestandteile sind eigentlich sehr, sehr wenige. Wir brauchen einmal einen Weißkohl, ein bisschen Salz, ein Glas mit ein bisschen Wasser und dann ein Glas. Ich habe hier so ein Einmachglas. Ihr könnt aber auch ein ganz normales Glas nehmen von Sachen, die ihr vielleicht schon aufgegessen habt. Ja, nicht wegschmeißen die Gläser. Also es muss nicht zwingend auch ein Deckel vorhanden sein. Ja, also ein normales Glas genügt. Dieser Weißkohl, wenn er dann eingelegt ist, der muss eben ein paar Tage bei Zimmertemperatur stehen, damit diese natürlichen Enzyme, die ja schon hier super drin sind, sich noch weiter ausweiten können und vermehren können, Leute. Und so wird dieser Salat dann zu einer richtigen Enzymbombe aus eben nützlichen Bakterien, sprich Probiotika und Enzymen und Mineralstoffen. Also das ist wirklich der Kick. Zudem, dass es super, super gesund ist, Leute, liefert euch dieser probiotische und enzymreiche Salat auch eine fortlaufende Reinigung des Körpers und eine super gute Verdauung. Also versucht es mal ein bisschen in euren Speiseplan zu integrieren. Und wie man das Ganze schnibbelt, das machen wir jetzt zusammen. Als erstes, Leute, bevor es mit dem Schnibbeln losgeht, nehmen wir uns hier das erste Kohlblatt und legen das ein bisschen zur Seite. Das werden wir nämlich später noch gebrauchen, genau in der Größe, in der es hier ist. So. Also. So ein ganz großes einfach beiseite legen. So, jetzt habe ich hier die Schüssel vollgeschnibbelt und jetzt ist es so, dass wir ein bisschen Salz mit Wasser anrühren. Und ich bin so ein Mensch, ich esse nicht ganz so viel Salz. Macht es nach eurem Belieben. Also ich tue jetzt, ihr könnt es ja sehen, einen Teelöffel oder so Salz dazu. Also wirklich nicht viel. Ein bisschen umrühren. Und dann wird es einfach so drüber gekippt. Das sieht jetzt nicht nach viel aus, aber das Sauerkraut oder der Weißkohl zieht noch Wasser. Also sprich, das Wichtige ist eigentlich der Schritt, der jetzt kommt. Und ihr müsst jetzt Hände waschen, ja, saubere Hände. Und dann das Ganze so ein bisschen durchkneten, ja? Also keine Angst haben. Leute, als kleiner Tipp noch, wenn ihr das Ganze ein bisschen süßer haben wollt, könnt ihr auch ein bisschen zum Beispiel Karotte oder Paprika reinschnibbeln. Ja, also das gibt dem Ganzen, wenn es über mehrere Tage auch steht, nochmal so eine Süße. Nur als kleiner Tipp. So, und jetzt kommt nur noch der einfache Schritt. Wir füllen quasi das Glas mit unserem Weißkohl auf. Was gut ist, Leute, wenn ihr das immer noch so ein bisschen hier runterdrückt, ja? Immer so ein bisschen klappdrücken noch, das Ganze. So, dann nur noch das Ganze mit Wasser. Am besten ihr nehmt gefiltertes Wasser, auffüllen, bis der Weißkohl eben komplett bedeckt ist. Ja, noch ein bisschen. So, und nun das Weißkohlblatt, was noch von ganz Anfang ist, das schneiden wir uns jetzt zurecht, damit es die Größe von dem Glas hat. So Leute, und im nächsten Schritt, ganz wichtig, müssen wir das Ganze ein bisschen beschweren. Und da habe ich jetzt einfach nur ein Glas genommen, da war vorher Marmelade drin, ja? Und da habe ich Wasser rein, damit einfach das Ganze ein Gewicht hat. Und dieses Glas, das stelle ich jetzt da einfach drauf, ja? So, drückt es noch ein bisschen runter. So sieht das Ganze dann aus. Und das wird jetzt bei Zimmertemperatur circa eine Woche ungefähr stehen, je nachdem, wie ihr es mögt. Wenn ihr diesen Prozess der
der Gärung ein bisschen aufhalten wollt, dann könnt ihr es in den Kühlschrank packen. Also klar isst man das dann auch nicht auf einmal nach den paar Tagen. Ihr könnt auch immer wieder probieren, ob es euch schmeckt. Aber ich würde so eine Woche auf jeden Fall empfehlen. Manche mögen es auch ein bisschen länger. So, und dann stelle ich mir das Ganze in den Kühlschrank und dann esse ich es immer wieder, wenn ich Lust drauf habe. Und wie das Ganze nach einer Woche aussieht, beziehungsweise ob es mir schmeckt, das erfahrt ihr gleich. Hallo Leute, ja, und da bin ich auch schon wieder. Eine Woche ist vorbei und was ist jetzt aus unserem Sauerkraut geworden? Ich habe jetzt hier schon mal das Wasser weggeschüttet und habe auch dieses eine Kohlblatt, was ganz oben drüber lag, weg. Das ist hier unser Erschwernisbehälter gewesen. Ihr seht direkt, es ist viel weniger geworden als vorher. Ja, also ist richtig platt gedrückt worden durch das Wasserbehältnis. Ja, und ich habe dann auch immer noch ein paar Mal so runtergedrückt. Aber das macht nichts. Wir machen uns ja dann direkt die nächste Portion fertig. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus von innen. Ich zeige euch das einfach mal so ein bisschen. Es duftet schon sehr, sehr gut. Ja, also rein natürlich, da ist nichts dran. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir probieren das Ganze mal zusammen. So. Ich nehme das direkt hier so aus dem Glas raus. So sieht das Ganze aus. Leute, ich liebe einfach Sauerkraut. Es ist total lecker, es ist selbstgemacht, es ist nichts Schlimmes dabei, nichts Schlimmes drin. Ihr könnt es natürlich jetzt einfach so roh essen, wie ich das bevorzuge. Ihr könnt es natürlich auch verfeinern mit einem Öl oder mit einem Essig oder ich weiß nicht, wie ihr Salate esst, je nachdem. Ich esse das immer einfach so. Es ist total gesund. Wenn es euch noch zu wenig nach Sauerkraut schmeckt, könnt ihr das gerne noch ein paar Tage mit natürlich Flüssigkeit genauso stehen lassen. Ich finde das super. Ich werde es jetzt direkt in den Kühlschrank stellen, sodass der Prozess der Gärung angehalten wird oder beziehungsweise extrem verlangsamt wird. Und dann nimmt man sich immer mal wieder was raus, wenn man Lust drauf hat. Am besten wirklich das Ganze versuchen, so häufig wie möglich in das Essen einzubauen. Als Salat, als Vorspeise zum Beispiel, ja, immer wieder, bevor man mit dem Hauptgang beginnt. So Leute, ich bin total begeistert. Ich werde das auf jeden Fall häufiger machen. Ich sende euch alles, alles Liebe. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch ein Sauerkrautliebhaber seid. Das würde mich interessieren. Ansonsten liebe Grüße. Macht's gut. Ciao, eure Lana.